Ja, jetzt hier ein Video zu den Textaufgaben Ametropien. Das mache ich mal exemplarisch. Die erste Aufgabe, die gehen eigentlich alle gleich. Also die erste Aufgabe lautet, ein Auge hat eine Länge von 22,22 mm. Das ist hier übersetzt. Der Fernpunktabstand von plus 200 mm in Auge ist gegeben. Und jetzt soll man den Brechwert des Auges ermitteln, das ist dann dr. Und das Refraktionsdefizit, das ist dann drd. Das geht eigentlich wirklich immer gleich. Ich habe schon ein ähnliches Video dazu gemacht. Von der Augenlänge geht man auf a'a. Und zwar ist die Augenlänge klein a'a plus 1,631 mm. Heißt im Klartext, A'a, da nimmt man die 22,22 und zieht davon 1,631 ab. Dann ist das plus 20,589 mm. Groß A'a ist N-Auge geteilt durch klein A'a. Immer wenn man im Auge ist, das ist man bei F' und bei klein a'. Dann muss man mit n rechnen. Wenn wir mit ar, wenn wir das gleich berechnen, also klein ar ist der Kehrwert von groß ar und umgekehrt, dann ist ja der Fernpunkt in Luft, und zwar entweder davor oder wie hier dahinter. Und auch wenn hier F'r hinterm Auge ist, ist es trotzdem nicht in Luft. Also der ist ja nur theoretisch quasi da. Also hinterm Auge sitzt ja alles Mögliche, aber auf jeden Fall keine Luft. Deswegen da nicht mit, also bei F', A' mit N rechnen. Bei Groß AR mit Luft rechnen. Das ist dann, geht auswendig, plus 5,01 durch Meter. Kehrwert von 20 cm. So, und dann ist das die Butt-Formel wie immer. Groß a' ist gleich ar plus dr. Das heißt, in diesem Fall nach dr umstellen. Das ist a' minus groß ar. So kommt das rüber. Und wenn ich das dann einsetze, dann kann ich einsetzen. Muss ich erst nochmal a' ausrechnen. A' ist plus 65,08 minus 5, dann ist dr also plus 60,08 1 durch Meter. So, und das große ar ist das AR nur mit anderem Vorzeichen. Also DRD ist dann also minus 5,01 durch Meter. Und das ist plus 60. Ja, die nächsten Aufgaben gehen alle ganz genauso. Ich bei meinem PDF, das ich rumschicke, habe ich jetzt auch immer drauf geschrieben, was welches Video ist. Und zu Lernfeld 7, glaube ich, die erste Aufgabe. Da war das nahezu identisch. Da musste man nur messen und da war das nicht als Zahlenwert gegeben. Das könntest du dir dazu auch noch mal angucken. So, viel Erfolg weiterhin und gerne weiter Fragen stellen. Tschüss!